Entscheide dich funktioniert folgendermaßen. Hier sind Entscheide dich Fragen drin, ja, wo man sich für eine Sache entscheiden muss. Wenn man das nicht tut, dann wird man von ISIS gefoltert. Oder wie kommst du immer auf so gute Ideen, Jan? Ich weiß nicht, ein Kumpel von mir hat mir die Idee mal überlassen. So, du bist der Gast, du darfst zuerst ziehen. Ich ziehe jetzt was, dann muss ich mich für eine Sache entscheiden. Ja, ja? Muss aber vorher natürlich vorlesen, was da drauf steht. Ja, das mache ich. Gut, bin ich aber mal gespannt. Wärst du lieber ein Ausländer im Fanblock von Dynamo Dresden oder ein Schwuler auf einem Dortmunder Autoparkplatz? Autobahnparkplatz. Ja, oh. Haben die Dortmunder Probleme mit Homosexuellen? Da gibt's ja nicht die Dortmunder, aber die Dortmund ist ja die große Nazi-Stadt im Westen. Kann man auch ruhig mal sagen. Und liebe Dortmunder, heftet euch mal ruhig an die Nase. Das ist nämlich, sagt man das? Nee. Könnt ihr euch mal ruhig ein bisschen hier hinter die Ohren schreiben. Dortmund ist die Nazi-Stadt. Und da haben letztens so Nazi-Assis auf dem Autobahnparkplatz, auf dem schwulen Cruiser-Parkplatz, die irgendwie, wenn ihr hier weiter rum homosexualisiert, ja, dann kriegt ihr von uns eine Faust ins Gesicht. So haben die gesagt. Oder Dynamo Dresden und Ausländer ist ja bekannt. Was wärst du lieber? Ich wäre lieber ein schwuler Ausländer und würde dann die ganzen Assis zusammen mit der ISIS foltern. Das ist nicht schlecht, ist ganz gut. Würdest du lieber jeden Tag dein Leben lang nur einen Song von Morrissey hören oder jeden Tag ein neues Album von Lena Meyer-Landrut? Also jeden Tag den gleichen Song von Morrissey oder jeden Tag ein neues Album von Lena Meyer-Landrut? Dein Leben lang. Also ich würde sagen, einfach, weil ich neugierig bin, was sich Lena jeden Tag ein neues einfallen lässt. Einfach, ich will jeden Tag 30, ein ganzes Album, 12 neue Lieder. Die soll sich jeden Tag neu erfinden. Mhm. Auch Make-up-mäßig und musikalisch. Deswegen will ich das Album von Lena nehmen. Einfach nur just for fun. Habt ihr euch jemals getroffen, du und ja, Lena? Ja, war die mal in der Sendung? Ich hab, also sie hat mich öfter schon getroffen mit geschlossenen Konservenbüchsen. Okay. nee, wir haben uns öfter schon mal, ja, wir haben uns öfter schon gesehen. Einmal, oh, aber kann ich nie erzählen hier im Fernsehen. Das machen wir alles später. Wir haben bald noch eine kleine Radiosendung. Da können wir all den ganzen Dirty Talk. Am 30.08. geht's wieder los. Ja, ne? Dirty Talk mit Jan und Olli. Im Parkfest bei Radio 1. Das ist immer cool, ne? Fans zum Anfassen. Da hat man auch nicht diese imaginären Fesseln, die wir jetzt gerade hier haben. Ja, hier, man fühlt sich so gebunden durch diese zeitlichen Begrenzungen auch in diesem Internetformat, was wir jetzt hier noch so exklusiv machen. So, ihr kleinen Fickschlümpfe, jetzt mach ich noch eine hier. Ist so warm, ey. Wärst du lieber im Vorspann von Zirkus Halligalli oder nicht? Es ist wirklich die Magie des Hutes, dass ich diese Frage ziehe. Und vor allem Sido hat auch diese komische Frage. Was hat er nochmal für eine Frage? Hat auch so eine komische Frage gehabt, die genau für ihn war. Ja, Olli, sag doch mal. Muss antworten. Bin ich da noch drin? Ich habe die Sendung lange, ja, nicht mehr, ich hab die Sendung lange, ja, lange nicht mehr gesehen. Ja. Wenn es die Sendung aufwertet und der Sendung hilft, bin ich gerne. Ja, ja, warum auch nicht? Ne? Ganz ehrlich, warum auch nicht? Ich helfe gerne, wo ich kann. Würdest du lieber mit Sebastian Edadi beim Kinderturnen? Wärst du lieber mit Sebastian Edadi beim Kinderturnen oder mit Bill Cosby im Schlaflabor? Ah. Ich würde Bill Cosby nehmen, einfach weil er natürlich ein ganz großer ist. Natürlich ein ganz großer Übeltäter. Und Gags-Clown, ja. Ich klaue Gags. Wusstest du übrigens, dass weite Teile der ersten Programme von Jürgen von der Lippe 1:1 Übersetzungen von Bill Cosby-Programmen waren? Nein. Ist wirklich wahr. Muss mal gucken, Bill Cosby, Jürgen von der Lippe bei YouTube mal eingeben. Wirklich wahr. Interessant. Die ersten Sachen von Jürgen von der Lippe waren von Bill Cosby im Original. Ist egal. Sehr gut, eine noch. Eine noch, komm, dann machen wir Schluss. Wir sind auch nicht mehr, oh, komm, die letzten machen wir noch. Letzten machen wir noch, ja. Würdest du lieber Dinge zu Ende bringen können oder... Sehr gut. Sehr gut, sehr witzig. Ja, das ist mein großes, das ist wirklich, da kann ich gleich mal aus persönlichen Erfahrungen, ich fange so viele Sachen an, habe so viele halbgare Ideen zu Hause rumliegen, die ich nicht zu Ende bringe, weil dann immer irgendwas dazwischen kommt, wie eine neue Fernsehsendung oder ein Kumpel, der mich anruft und sagt, wir gehen zusammen zum Morrissey-Konzert, mich dann versetzt oder irgendwas. Ja, der Kumpel, der ich dann versetzt in letzter Sekunde, weil er irgendwas mit einer viel zu jungen Frau anfängt und dann kurz nochmal Ficklust hat und einfach dich dann einfach im Hotelzimmer sitzen lässt. Ne? Und dann sitzt du da ganz traurig in diesem Hotelzimmer und isst da dein einsames Schnitzel, guckst, es ist nicht nur ein trauriges Hotelzimmer, sondern es ist dieses komische Hotel an der Spree, dieses, wo du dich anfühlst wie in so einer Gebärmutter. Ja. Was auch mega peinlich ist, so ein Designhotel, wo der Sohn von dem Hotelchef die Designidee hat. Nächstes Mal kommst du zu mir, ich habe immer ein Gästezimmer bei mir. Ja. Dann können wir abends noch zusammen hier... Aber das ist scheiße, ne, wenn einen so ein Kumpel mal sitzen lässt. Einfach, ne? Aber nicht wegen einer deutlich jüngeren Frau. Sondern einer deutlich älteren Frau. Aber nee, auch nicht. Ich hätte Mitleid mit Leuten, die einfach sitzen gelassen werden. Komm, mach deine Frage da, du Schwanz. Hättest du lieber einen Toaster als einzigen Freund oder einen starken Biber als Erzfeind? Ja.
Naja, also ehrlich gesagt, das erste mit dem Toaster als einzigen Freund, das ist relativ nah an meinem echten Leben dran. Von daher bin ich neugierig, den starken Biber kennenzulernen. Warum denn nicht? Letzte also der Biber, ne? Ja, letztes Ding. Letzte Frage. Hättest du lieber ein unerreichbares Jucken am Rücken oder eine fußläufig erreichbare Schwiegermutter? Ja, das ist nicht... Ich nehme die Schwiegermutter. Ich habe mich immer mit den Müttern meiner Freundin sehr gut verstanden. Meistens besser als mit der Freundin selber. Ist wirklich so. Hast du echt, ich habe meistens Freundinnen gehabt, die ein Problem mit ihrer Mutter hatten. Und ich habe dann auch gemerkt, warum die Mutter das Problem mit der Tochter hatte. Hast du dich mal in die Mutter deiner Freundin verliebt? Ich war auch gleich alt. Ja. Das war ein... Ja. Hast du dich schon mal in die Mutter deiner Freundin verguckt? Nee, aber schon so Threesome-Gedanken gehabt. Was ist... Ich weiß auch gar nicht, was die Leute jetzt machen. Wir leben im Jahr 2015, verdammt nochmal. Es ist wirklich, es ist alles kann, nichts muss. Ist doch so. Aber wenn du eine offene Dreierbeziehung mit der Tochter und der Mama hast, die müssen das ja gar nicht voneinander wissen. Eben. Die Frage ist nur, wer wird am ehesten stillhalten? Wahrscheinlich, also wer... Ich glaube, die Mutter. Ja. Das war Entscheide dich!